sind, dann haben auch wir unsere Kameras heute deutlich auf ein anderes Spiel ausgerichtet. Das Topspiel findet nämlich in der vierten Liga statt. Regionalliga West, da spielen Mannschaften, meine Damen und Herren, wie der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiß Essen. Ganz oben in der Tabelle steht aber die Viktoria aus Köln. Das riecht so ein bisschen nach Durchmarsch von der fünften in die dritte Liga. Es tut sich also eine ganze Menge nach langer, langer Zeit im Sportpark Höhenberg. Aber das gilt auch für den Gegner von heute, für Rot-Weiß Essen. Ganz, ganz viele Hoffnungen, ganz, ganz große Tradition und noch größere Unterstützung, Thorsten Winkler. Ja, fast schon Heimspielatmosphäre für RWE, von fast 1500 Essener Fans lautstark unterstützt. Für die Viktoria und Coach Heiko Scholz also keine leichte Aufgabe, aber der Tabellenführer erspielte sich die erste Möglichkeit. Schlösser und dann Buhadus. Nicht souverän genug beim Abschluss. Letzte Woche beim 3:1-Sieg der Viktoria in Siegen war Assis Buhadus noch zweimal erfolgreich. Gute Viertelstunde gespielt, RWE als Tabellenfünfter, ja noch immer mit berechtigten Aufstiegsambitionen. Mit Hepke schickt Savin 0:1. RWE in Führung durch Konstantin Savin, sein zweiter Saisontreffer. Der Aufsteiger mit der besten Abwehr der Liga, bisher erst 10 Gegentreffer hier mit einem guten Pass aus der Ordnung gebracht. Essen nach dem Führungstreffer mit mehr Selbstvertrauen. Die Viktoria wirkte verunsichert. RWE mit Telch, dem rechten Außenverteidiger. Die Kopfballabwehr von Profeta zu unkontrolliert. Pires Rodriguez und auch der trifft. Zwei Torschüsse, zwei Treffer, perfekte Chancenverwertung bei den Gästen. Kevin Pires Rodriguez, auch für ihn das zweite Saisontor gegen eine wieder schlecht gestaffelte Defensive der Köln. Die Viktoria, erst mit einer Saisonniederlage nicht gewohnt, einem Rückstand hinterherzulaufen. Schlösser mit vielen Ballkontakten und dem perfekten Zuspiel auf Damani. Der Anschlusstreffer. Hamdi Damani bringt die Viktoria wieder ins Spiel. 1:2, ein mehr als unterhaltsames Spitzenspiel im Höhenbergstadion von Köln. 1:2 auf der Pausenstand. Nach dem Wechsel die Essener wieder mit mehr Präsenz im Mittelfeld. Avci, zweikampfstark, die Kölner einfach nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen. Der eingewechselte Girimo und Savin, Konstantin Savin, das hätte sein zweiter Treffer werden müssen. RWE insgesamt mit der besseren Spielanlage, das Team von Waldemar Wrobel mit mehr Ballbesitz, einem weiteren Treffer deutlich näher als die Viktoria, die vor allem in der Defensive immer wieder ungewohnte Abstimmungsprobleme hatte. Der eingewechselte Suku scheitert an Poremba. Heiko Scholz, gute Viertelstunde, noch Zeit für sein Team, die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern. Und es wurde hektisch. Schiedsrichter Steuer zog gelb-rot für den Essener Kerim Avci nach dieser offensichtlichen und dämlichen Schwalbe. RWE also in der Schlussphase in Unterzahl. Powerplay der Viktoria. Die Essener komplett im und um den eigenen Strafraum versammelt. Buhadus vergibt die letzte Möglichkeit zum Ausgleich. In den Schlussminuten gab es dann noch zwei Platzverweise. Gelb-Rot für den Kölner Kapitän Mike Wunderlich und glattrot für den Essener Kevin Grund. Ein unschöner Abschluss, auch nach dem Abpfiff, die Gemüter kaum zu beruhigen. RWE gewinnt beim Spitzenreiter. Wir wissen, dass das eine schwere Saison ist. Wir sind immer noch Aufsteiger. Und ich sage mal, die tut jetzt weh, die Niederlage, gerade vor so einem Publikum. Aber das wird uns nie zurückwerfen. Trotz der Niederlage, die Viktoria immer noch Tabellenführer, RWE verkürzt den Abstand auf 4 Punkte.